So, da bin ich wieder und ich bin nicht in Level 6 wie versprochen, sondern ich bin noch in Level 5. Denn ich wurde nochmal gespoilert, fällt mir gerade ein. Und zwar hier. Wir hatten ja hier eine Nische gehabt und wir wussten nicht, wie wir rankamen. Obwohl ich schon zweimal hier in einem Knopf vorbeigelaufen bin. Das heißt, wahrscheinlich schließt der Knopf die Fallgrube vor der Nische und wir können dann, wenn wir den Knopf hier drücken und dem Muster folgen, da rankommen. Und zum anderen habe ich auf dem Rückweg noch die zwei Augen aus dem ersten Level rausgenommen, aus der einen Dämonenfratze. Also wir haben jetzt zwei blaue Steine und ein grüner Stein. Vielleicht muss man irgendwann in einer Dämonenfratze alle drei einsetzen, um an einen Super-Siegel dranzukommen oder so. Praktisch wäre es ja. Aber gucken wir erstmal. Es läuft gerade falsch rum. Also drücken wir den Hebel hier, der bricht das Ganze ab und ändert die Reihenfolge. Jetzt drücke ich den Knopf. Wir folgen dem Muster, drücken da den Knopf und gehen auf die andere Seite und gucken dann auf der anderen Seite, ob da das hochgegangen ist oder nicht. Ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Ja, so. Super. Hier sind wir jetzt ja schon 3, 4, 5 Mal runtergeputzelt. Aber das ist wieder eine Weile her. Und man will ja nicht einrosten mit dem Runterpurzeln. Das muss hier alles schön geübt werden. So. Also, Knopf drücken, nicht vergessen. Ja. Da ist was. Haha. So, das hier gut hätten wir auch gelöst. Auch wenn wir dadurch jetzt. Oh, da ist noch ein Knopf. Gut, was machst du? Stärke plus 1, Lebenspunkte Regeneration plus 20. Oh. Und Food Consumption Rate, also die Rate, in dem er Essen isst, plus 20%. Ja. Das ist ein Negativfaktor. Ist noch irgendjemand hungrig? Er ist ein bisschen hungrig und hat fast keinen Platz mehr. Gib ihm mal was zu essen und danach machen wir so einen kleinen Überschlag. Er braucht auch was zu essen. Wie viel Essen die überhaupt noch haben? Also, er hat die Säcke. Er hat ein Brocken, irgendwas. Also, wir haben 6-mal Essen, 12-mal Essen, 18-mal Essen, 19, 20, 21-mal Essen. Hört sich jetzt nach einer Menge an, aber wir wissen nicht, wie wenig Essen es in der nächsten Ebene gibt. Und das alles für 1 Stärke und 20% mehr Regeneration. Nö, ich glaube, das Ding ziehe ich nicht an. Oh, das löst den Knopf genauso aus wie da hinten. Gucken wir mal. Ich will jetzt da drauf und rüber. Die Fallgrube wird nie aktiviert. Auch nicht schlecht. Also, nochmal das Ganze. Wir warten jetzt, bis die da zugeht und dann gehen wir da einfach rüber. Und laufen das Ganze nochmal zurück. Na, gleich müsste es kommen. Jetzt. Zack, zack, zack. Wo wir schon mal hier sind, können wir hier auch noch kurz gucken. Hier war nichts. Also. Ah, Richtung ändern. Jetzt nochmal drücken. Da hätten wir auch gleich runterspringen können. Aber egal, wir haben ein Secret gefunden, auch wenn es meiner Meinung nach kein sehr gutes Secret ist. Außer wir finden irgendwann später Tonnen von Essen. Aber allein der Vollständigkeit halber hätten wir das auch erledigt. Das heißt, wir können jetzt wieder runter zu unserem Oger, der bestimmt schon ganz heiß und innig auf uns wartet, denn ich höre ihn schon. Genau du. Wir wollen aber erstmal irgendwo abspeichern. Hier habe ich gerade irgendwas krabbeln sehen. Oh, eine Schnecke. Schnecke ist kein Problem. Schnecke ist sogar super, weil die bringen Essen. Und sind quasi instant. Was war das denn gerade? Ah, war wohl nur ein Zufall. Aber ja, Essen ist schon mal super. Denn wenn das so weitergeht, können wir das Dingens doch anlegen. Ich bin halt nur ein bisschen paranoid, dass wir irgendwann in Ebene. Keine Ahnung, wie viel es gibt. Wir sind jetzt in 6, in Ebene 9 oder 10. Kein Essen mehr haben.
Da bin ich immer noch Dungeon Master geschädigt. Und noch mehr Schnecken. Und wir können backstabben. Komm, ich will eine Schnecke backstabben. Ah. Ciao. Aber ja, sie sterben definitiv sehr schnell. Also noch so ein Raum voll Schnecken und ich ziehe das Ding auf jeden Fall an. Aber mir fällt gerade auf, wir werden jetzt langsam immer öfters überladen. Das heißt, wir sollten uns gleich mal eine Stelle suchen, wo wir auf jeden Fall wieder vorbeikommen werden. Und unser ganzes Zeug hinschmeißen. Das kommt mir doch bekannt vor. Hier waren wir schon mal. Die Schnecken sind respawned. Okay, ab an mit dem Amulett. So, das hätten wir auch geklärt. Anscheinend werden wir keine Essensprobleme haben, denn die Schnecken respawnen hier. Zack. Notiz. Okay, das dürfte schon reichen. ES. Da gibt's Essen. Okay. Gehen wir jetzt wieder runter Richtung Hauptraum. Ich höre schon wieder was rumschleimen. Ne, bilde ich mir wohl nur ein. So, speichern wir ab. Und dann legen wir uns jetzt mit dem Ogre an. LP43. Und jetzt darf auch ruhig einer sterben, denn wir wissen ja, es gibt einen blauen Kristall. Auch wenn wir ihn mal wieder nicht eingezeichnet haben. Aber ich glaube, der war hier unten irgendwo. Ah, nein. Hm. Ja, ich sollte es mir wirklich zur Angewohnheit machen, Dinge einzuzeichnen. So, Ogre, wo bist du? Wir haben jetzt Backstep. Du darfst schön oft gegen Wände laufen. Ich höre was, da ist was. Wow, zack, Backstep für 19 Schaden, das ist ja lächerlich. Komm. Backstep für 7 Schaden. 23. Ah, das geht ganz gut. Ein, oh. Eine Taste auf B, eine auf, oh, auf Q zum Drehen und immer um ihn rumtanzen. Und hey, unser Krieger hat einen Schlag überlebt. Dafür der Dieb nicht. Das wäre jetzt ganz doof. Na gut, einer darf noch sterben. Wenn der nächste stirbt, müssen wir laufen. Den kriegen wir mit zwei Leuten immer sehr schwer klein. Obwohl Gaunia inzwischen richtig gut Schaden macht. Lalala. Noch ein Vorteil von einer Party aus zwei Kriegern und einem Dieb oder zwei Dieben. Man könnte Hämmer nehmen. Also einer hat den Axt, andere hat Hammer und dann könnte man den Ogre-Hammer hier benutzen als Waffe. Das wäre bestimmt auch stylisch. So, das war der dritte Tote. Das heißt, wir fliehen jetzt und suchen den blauen Kristall, den wir nicht eingezeichnet haben. Der war aber hier unten rechts irgendwo. Tür zu. Da schimmert's blau. Zack. Und zurück zum doofen Ogre. Wo bist du? Hör dich rum, tapseln. Ah. Und hey, der Typ hat es sogar mal überlebt. Das ist doch mal eine Leistung. Mit einem Lebenspunkt oder wie viel? Zwei. Hammer. So. Und Backstep für 40 sogar mal. Das sind Zahlen, die ich öfters sehen will. Dafür macht Gorn nur 4 Schaden. Step. Aber das war kein Backstep, das war ein normaler Step. Ist ja auch eine Spezialattacke für ihn. Und da hat er gerade minus 140 Schaden bekommen. Oder ist auf minus 140 Schaden runter. So, er ist tot. Er hat einen Ogre-Hammer dabei, den kennen wir ja schon. Und er hat einen Sack dabei, wo ein goldener Schlüssel drin ist. Und jede Menge Essen.
Den bekommt man eher. Ne, er ist auch überladen. Er ist total überladen und er ist nicht überladen. So, der Ogerhamm wiegt 13 Kilo. Den kannst du auch nicht tragen. Also ja, wir sollten jetzt definitiv aussortieren. Wo ist der Eingang nach oben? Da ist der Gang nach oben. Da schmeißen wir jetzt alles auf die Platte, was wir nicht wirklich brauchen. Wir brauchen nicht wirklich den Ogerhammer. Außer der ist für irgendein Special da, dann können wir es aber immer noch hier abholen. Wir brauchen keine Pfeile, denn er wird kein Fernkämpfer. Punkt. Heißt, der Bogen kann hier bleiben, die Armbrust kann hier bleiben. Die Dolche können wir ihm geben. Die kann man zwischendurch einmal werfen, das ist okay, da braucht man keine zwei Hände für. Die ganzen Spezialpfeile, Spezialbolzen können dementsprechend auch hier bleiben. Die Giftklinge. Ist zwar ganz praktisch, mal einen Fernkampfangriff zu machen, aber so wirklich brauchen tun wir sie auch nicht. Kann auch hier bleiben. Ein Sack, der selber auch schon 0,4 Kilo wiegt. Und wir haben schon zwei Säcke und eine Kiste, also kann der Sack auch hier bleiben. Die ganzen Bomben nehmen wir auf jeden Fall mit, die sind praktisch. Genauso wie das ganze Essen und der ganze andere Ramsch. Was war hier? Armbrustbolzen bleiben hier. Eine Notiz, wie man die Bomben bastelt. Grimcap mit Hexenblüte und irgendwas anderes. Nee, das vergesse ich bis dahin. Die ganzen alchemistischen Sachen brauchen wir. Die leichten Rüstungen für die Magier. Werden wir die wirklich irgendwann mal benutzen? Dazu müssten wir 14 Punkte in Stuff Mastery setzen. Das sehe ich nicht wirklich kommen. Denn wir müssen erstmal hier unsere Hauptskills auf 50 bringen. 50 ist eine Menge. Und danach würde ich eher Spellcraft erhöhen, um schneller zaubern zu können und mehr Mana zu haben. Also, leichte Rüstung bleibt auch hier. Das macht schon mal eine Menge Platz und vor allem auch eine Menge Gewicht aus. So, die Elfenschuhe bleiben auch hier. Die leichte Rüstung allgemein bleibt auch hier. Der Speer bleibt auch hier. Obwohl, der Speer... Der Speer kommt mit. Nur so für den Fall. Ja, ich sag schon wieder nur so für den Fall, und dann kommt ja eh nicht der Fall. Eine Notiz. Ich habe meine extra Pilzscheiben eingebunkert in einem Raum. Das haben wir schon gelöst, das Rätsel. Hier haben wir Licht. Licht habe ich mir gemerkt. Ich werde immer wissen, wie man Licht macht. Die Schriftrolle brauche ich nicht mehr. Die Eisshards, die benutze ich fast nie, aber die behalten wir mal lieber. Ich weiß, wie ich eine Feuersbrunst zauber. Gut, die Schriftrolle brauche ich nicht mehr. Und ein Eisblitz. Oh, den weiß ich auch nicht mehr, aber wir werden nicht auf Eis gehen. Jedenfalls nicht kurzfristig. Das heißt, ich würde es dann vergessen, also behalten wir den auch. Was haben wir hier drin? Hier drin haben wir Essen. Essen brauchen wir auf jeden Fall und Fackeln brauchen wir auch. Aber das war schon mal eine Menge aussortiert. Keiner mehr überladen, alle haben schön viel Platz. So muss das sein. Gut, gut. Also, ab zum blauen Kristall. Dann wiederbeleben wir Shima. Speichern ab und machen einen Cut. Das klingt doch nach einem Plan. So, hier rum, darum. Falsch. Da lang. So, alle am Leben, alle voll Lebenspunkte, alle aussortiert. So muss das sein. Abspeichern. LP 044. Und wir sehen uns gleich wieder.